Hallihallo. Zum dritten Versuch und letzten. Die Millionen. Die ersten Millionen. In einer Stunde. Wir testen den alten Guide von letztem Jahr, um schnell an Geld zu kommen. Es soll wohl doch funktionieren. Vielleicht hatte ich einfach nur Pech. Diesmal allerdings nicht im Livestream, sondern ich zeichne einfach das Video auf. Gut, wir starten wieder als junger Selbst Aufsteiger. Nach all den Geschehnissen der letzten. So, und dann. Val Seltons Logbuch. Tag 1. Endlich. Dieses neue Schiff auszuprobieren ist so aufregend. Noch bin ich nicht ganz sicher, wofür ich mich entscheiden soll. Handeln, erkunden. Habe ich den Mut für einen Kampf? Jedenfalls wird es interessanter als mein bisheriges Leben. Auf geht's! Ja. Auf geht's! Nachdem er geladen hat. Ihr kennt das ja. Heute ist der Commander auch wieder mit dabei, sprich Dad. Den werden wir diesmal ein bisschen öfters nutzen, denn einige haben mir E-Mails geschickt, sie wollen das sehen, sie wollen das sehen. Kommt eh am Sonntag, aber er ist mit dabei. Hallo. Commander. Grüß dich. Ich bin ja mal gespannt. Also alle guten Dinge sind 3. So. Dann haben wir das gute Stück wieder. The same procedure as every day. Elite, Angreifer. Guten Tag. Hallo. Dich nehmen wir doch einfach gleich mal mit. Wählen. Was? Ja, wähle. Ah. Vielen Dank. Ich werde mein Bestes geben, um Ihr Vertrauen in mich zu rechtfertigen. Werden wir sehen. Der gestern hat das ganz gut gemacht. So, und diesmal fliegen wir nicht zu einem Dock, sondern wir heuern ganz einfach hier. Die Stationssicherheit möchte alle Besucher daran erinnern, ihre Kinder stets bei sich zu behalten. Immer diese Kinder. Grüß dich. Hallo. Jana. Du machst mir hier bitte einen auf Marine. Sie werden das nicht bereuen. Ich werde jeden Tag mein Bestes geben. Wow. So. Ah. Da haben wir, glaube ich, deine Schwester. Die nehmen wir auch gleich mit. Hallo. Hallo. Ja, Commander. Der ist ja auch da. So, du bist auch mit dabei. Tada! Als Marinesoldat. Danke, dass Sie mich eingestellt haben. Ich freue mich wirklich sehr. Mann, ist die höflich. Gut, Crew komplett. Ich nehme übrigens 2 Marines mit. Ja, ich bräuchte eigentlich nur einen, aber damals war das ein bisschen buggy mit dem Beanspruchen der Schiffe. Und um nicht alles zurückzufliegen, hatte ich immer 2 dabei. Na, kommst du? Rein mit dir. Bettler befinden sich an Bord dieser Fabrik. Bitte unterstützen Sie diese professionellen Bettler nicht. Wenn Sie Credits übrig haben,
geben Sie diesen eine der eingetragenen Wohltätigkeiten. Guten Tag. Lass mich mal ran hier. Commander an Deck. Willkommen, Commander. Ich bin Dead. Die Außentemperatur beträgt heute minus 271 Grad. Die Decks sind gereinigt worden. Es hat niemand eine Nachricht für Sie hinterlassen. Alles klar. Dann docken wir mal ab. Dankeschön. Ladekarte. Öffne Karte. Karte online, Sir. Wo wollen wir denn hin? Da drüben war das wieder. Aktiviere Autopilot. Autopilot wird aktiviert, Sir. Routinen werden geladen. Na, geht doch. Dann düsen wir mal zum Highway. Wie gesagt, wir machen keine Highway Rally. Wir haben unser Personal schon. Sollte das funktionieren, werde ich den Guide ein bisschen anpassen. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Wir könnten eigentlich gleich mal ein bisschen rüberfliegen. Voller Stopp. Bestätige. Ausgeschaltet. Richten wir uns doch gleich mal aus. Aktiviere Reiseantrieb. Jawohl, Sir. Ich aktiviere den Reiseantrieb. Sehr brav. Erstelle Screenshot. Lächeln, Sir. Und Vollspeed durch. Erreiche System. Weiter Kontakt. Knall ich da gegen ein Schiff? Muss der da rumstehen? Aktiviere Reiseantrieb. Schubdüsen aufgeladen. Reiseantrieb startet, Sir. Dad, magst du Siri? Keine Antwort. Ja, wichtig ist beim Commander, dass ihr ihn trainiert. Die Spracherkennung trainiert, dass er auch euch versteht. Rechts schwenk. Nase hoch. Nase runter. Voller Stopp. Voller Stopp. Sir, ich deaktiviere die Triebwerke. Übernehmen wir wieder. Und fliegen da mal durch. Wo sind wir denn gerade?
zweiter Kontakt. Der bitte Erlaubnis zum Andock. Andockerlaubnis erteilt. Ruhig heute, keine Paraniden da. Das war beim ersten Try ganz anders hier. Sprungtor, reiner Blick. Reiner Blick. Dad, Systeminformation, reiner Blick. System, reiner Blick. Regierende Fraktion, Heiliger Orden des Pontifex. Hauptproduktion, Schiffstechnologie. Keine weiteren Informationen verfügbar. Danke. Kenn mich aus. Erreiche System. Reiner Blick. So. Haben wir ja schon ein bisschen was über das System erfahren. Gehen wir mal auf den Highway. Und los geht's. System. Gesegnete Vision. Dad, Systeminformation, gesegnete Vision. System, gesegnete Vision. Regierende Fraktion, Heiliger Orden des Pontifex. Hauptproduktion, Schiffstechnologie. Keine detaillierten Systeminformationen vorhanden. So, so. Auf ins feindliche Gebiet. Aktiviere Reiseantrieb. Jawohl, Sir. Ich aktiviere den Reiseantrieb. Hatte ich schon erwähnt, ohne Kaffee geht gar nichts. Also wenn ihr das ein oder andere Geschlürfe hört, das ist mein Kaffee. Mein Freund und Helfer in der Not. Außer natürlich Dad. Ziel deaktivieren. Da geht's schon wieder rund. Abspeichern. Sir, ich aktiviere einen Speicherslot, nur für alle Fälle. System, fehlerhafte Logik. So, fehlerhafte Logik. Wir düsen wieder zum blauen Tor und ignorieren alles. Und wenn wir schon dabei sind, Dad, Systeminformation, fehlerhafte Logik. Geht gerade nicht. Ah, weil es ein Cluster ist. Dad, Clusterinformation, fehlerhafte Logik. Mein Computer hat gerade verstanden, Wettsystem. Ich muss ihn auch noch ein bisschen trainieren. Dad, Clusterinformation, fehlerhafte Logik. Clusterinformation. Cluster fehlerhafte Logik, bestehend aus zwei Systemen mit unbekannter Hauptproduktion. Dank des weniger direkten Kontakts der Paraniden mit den Xenon und ihres überragenden mathematischen Verständnisses brachten die Paraniden künstlicher Intelligenz stets größere Toleranz entgegen als andere Rassen.
Nach dem Verlust von Minen des Imperators, das jetzt fehlerhafte Logik genannt wird, erkannten sie aber die gravierenden Risiken, die Ki mit sich bringt. Dass eines der am stärksten gesicherten paranidischen Systeme einfach so aufgrund der unbestechlichen Logik der Xenon überrannt werden konnte, war ein einschneidendes Erlebnis. Die paranidischen Schiffe, durch die Logikbombe der Xenon wie paralysiert im Raum liegend, konnten von den Xenon einfach zerstört werden. Seitdem fragen sich viele Paraniden, ob sie durch ihre Toleranz gegenüber den Maschinen ein bevorzugtes Ziel solcher Angriffe sein könnten. Na, haben wir was dazugelernt. So, durch das blaue Tor abspeichern. Haben wir auch schon gemacht. Und los geht's. Erreiche fehlerhafte Logik. 7. Keine Mine. Und durch hier. Wir wollen ja nicht gleich am Anfang drauf gehen. So. Ladekarte. Karte wird geladen, Sir. So, wir wollen dahin. Sehr gut. Abspeichern. Speicherung aktiv. Falls einer den Guide noch nie gelesen hat, es geht darum, eine Odysseus zu finden, die zu verkaufen. Und schon haben wir Credits für einen Spielstart. Wird mit Speed Vendetta ganz interessant werden. So, während wir dahin fliegen, schauen wir mal, was der Commander noch so kann. X-Geschichte. Sir, ich stelle die Verbindung zur Geschichtsdatenbank her. Sie können nun aus folgenden Datensätzen wählen. Erstens, Geschichte X1. Zweitens, Geschichte X1 Erweiterung. Drittens, Geschichte X2. Viertens, Geschichte X3 Reunion. Fünftens, Geschichte X3 Terran Konflikt. Sechstens, Geschichte X3 Albion Prelude. Siebtens, Geschichte X-Rebirth. Achtens, Geschichte X4 Foundation. Neuntens, Geschichte X4 Split Vendetta. Sprechen Sie das Kommando Geschichte und den Titel, über den Sie informiert werden möchten. X-Geschichte X2. X-Geschichte X2. Sir, ich stelle die Verbindung zur Geschichtsdatenbank her. Sie können nun aus folgenden Datensätzen wählen. Audio stopp. Erstens, konzentrieren wir uns wieder auf unser Ziel. Denkt dran, wenn ihr die Map öffnet, dass ihr aus dem Reiseantrieb rausfliegt. Also immer nur kurz schauen. Außer es ist nichts in der Gegend, in der Nähe. Und die Minen nicht vergessen. Pünktchen sind Minen. Voller Stopp. Leistung auf 0%, Sir. Ladekarte. Ich öffne die Karte, Sir. Ja, wir sind auf einem guten Weg. Karte schließen. Karte schließen. Ob das diesmal funktioniert. Tum, 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 tum.
Ruder rechts. Ruder rechts, Sir. Ruder links. Ruder links, Sir. Voller Stopp. Leistung auf 0%, Sir. Minen. Alles voller Minen. So. Aktiviere Sektorscan. Impulsgenerator wird aufgeladen. Scan wird gestartet. So, er scannt jetzt wirklich rundherum automatisch alles. Ihr braucht nichts zu tun. Minen, 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 Minen. So, was haben wir denn da jetzt? Nichts als Minen. Abspeichern. Aktueller Spielstand gesichert, Sir. Satellit auswerfen. Wird erledigt, Sir. So, warum mache ich das? Ich sehen will, ob da eventuell sich Feinde tummeln. So. Gestern haben wir ja unseren Piloten hier durchfliegen lassen, der das ganz gut gemeistert hat. Ich habe dann off-cam noch ein bisschen gesucht, aber tja, bin nicht fündig geworden. Irgendwann hat es dann doch bumm gemacht. So. Genau das meinte ich. Aber wir haben gespeichert. Nicht so langsam durch die Minenfelder fliegen. Mit Stoff. So, während er lädt, schauen wir doch mal, ob der Commander noch kann. Liste Spielhilfen. Übersicht wird geladen. Sir, ich liste auf. Kategorie Allgemein, allgemeine Befehle, die gegebenenfalls weitere Unterbefehle auflisten. Kategorie Steuerung, Befehle, die der normalen Schiffssteuerung dienen. Kategorie Tool, Befehle, die Skripts starten. Ein Beispiel, Sektorscan. Hier wird nicht nur einfach ein Scanping gesendet, sondern der gesamte umliegende Raum gescannt. Kategorie Kampf, die Befehle dienen der Kampfunterstützung. Kategorie Ansicht, Ansichten werden gewechselt. Wichtig, wenn das System einmal hängt, nutzt den Befehl Interface Reset, um wieder in die normale Ansicht zu kommen oder ein Fenster zu schließen. Kategorie Map, Kartendaten werden geladen. Wichtig, wenn das System einmal hängt, nutzt den Befehl Interface Reset, um wieder in die normale Ansicht zu kommen oder ein Fenster zu schließen. Kategorie X4 Guides Tools, das Spiel wird automatisch gespeichert und es öffnet sich selbstständig das gewünschte Tool. So, ging sich sehr gut aus. Diesmal mit Stoff durch da. Das sind sogenannte Tracker-Minen, das heißt, wenn die euch in der Nähe erkennen, fliegen die auf euch zu und bumm. Wenn ihr da schnell genug durchfliegt, haben die keine Chance, außer ihr rammt eine. So. Was haben wir denn da? Unbekanntes Objekt. Ein Tor. Voller Stopp. Voller Stopp. Schubdüsen deaktiviert, Sir. Aktiviere Sektorscan. Suchen wir nach Geheimnissen, Sir. Thank you.
So, einmal die volle Drehung gescannt. Da ist es aber nicht. Es ist irgendwo hier. Irgendwo hier. So. Was machen wir jetzt? Wir lassen mal den Piloten ran. So. Aufstehen. So, komm her. Guten Tag. Schau mal, ob du genauso gut bist wie Kylie gestern. Angreifer. Abspeichern. Aktueller Spielstand gesichert, Sir. Ja, ja. Sicher ist sicher. So. Lieber, wie heißt du denn? Raylene. Kayern. Captain. Schauen wir mal. So. Junge Dame. Wir suchen eine Odysseus. Die suchen wir... Hier? Die suchen wir... Hier? Die suchen wir... Hier? Und die suchen wir... Hier? Und ich bin mal gespannt, ob es gleich bumm macht. Wie gesagt, der gestern hat das ganz gut gemacht. Ihr erkennt das auch, wenn eine Mine aktiv wird, dann hat die zwei solche Strahlen, die rechts und links weggeht und die fliegt auf euch zu. Vielleicht können wir das ja mal beobachten. Scheint da doch etwas intelligenter geworden zu sein. Aber Egosoft war ja auch nicht ganz untätig. Da, habt ihr es gesehen? Auf der rechten Seite. Die Mine hat reagiert. Gut, während unsere Pilotin hier schön brav rumfliegt, Satelliten aussetzt und ich hoffe keine Minen aktiviert, testen wir ein bisschen weiter den Commander. Späßchen. Sehr schön. Dad, Chuck Norris. Wie gesagt, trainieren, trainieren. Die Standardbefehle kennt er schon. Das sind die neuen. Da muss er mich erst verstehen. Wir sind hier in fehlerhafte Logik 7. Dad, Systeminformation, fehlerhafte Logik 7. System, fehlerhafte Logik 7. Regierende Fraktion keine. Hauptproduktion unbekannt. Als sich das Nordtor von Minen des Imperators erneut öffnete und mit dem Xenon-Sektor 101 verbunden war, traf das die paranidischen Hauptsysteme vollkommen unerwartet. Blitzschnell schlugen die Xenon zu, überwältigten die paranidische Verteidigung innerhalb weniger Minuten und radierten systematisch alle Strukturen, Schiffe und Anlagen im System aus. Nur dem raschen Handeln von Olman Kassat, einem paranidischen Flottenkommandanten, war es zu verdanken, dass es überhaupt Überlebende gab. Olman Kassat erkannte früh, dass die geschwächte Flotte der Paraniden nichts gegen diesen übermächtigen Feind ausrichten konnte und befahl den Kampfschiffen daher, die Xenon von den Stationen und zivilen Schiffen wegzulocken. Die paranidischen Verbände schafften es, kleinere Kampfgruppen der Xenon von den Hauptflotten zu trennen und zu zerstören.
weiß ziemlich viel über jedes System, wenn wir denn Daten dazu gefunden haben. Und da haben wir viele. So, wie schauen wir denn aus? Wo fliegen wir denn rum? Er meinte, er hätte das ein bisschen weiter draußen gefunden. In dem Fall. Einen haben wir noch. Versuchen wir es. Ich habe ja die Vermutung, dass das tatsächlich nicht mehr funktioniert. Zumindest nicht mit dem Standard-Spielstand. Dann dreimal hintereinander nein? Wäre schon komisch. Aber wir werden heute auch ein bisschen länger suchen. Wir sind nämlich erst bei 31 Minuten. Zickzack fliegen. Tja, was haben wir denn da? Da ist sie. Geh mal weg da. Guten Tag. Tata, merkt euch das. Hier ist sie. Es ist eine Odysseus-Angreifer. Nachdem gerade keine Feinde da sind, kann ich euch noch eine weitere Funktion vom Commander zeigen. Nämlich externe Zugriffe. Odysseus-Angreifer. So. Öffne Schiffsdatenbank. Sicherheitsprotokoll wird aktiviert. Sir, ich verbinde Sie mit der X4 Guides Schiffsdatenbank. Ich habe mir erlaubt, einen Speicherpunkt zu setzen. Nur für alle Fälle, geben Sie den Befehl, schließe Schiffsdatenbank, um zurückzukehren. Ich wiederhole, geben Sie den Befehl, schließe Schiffsdatenbank, um zurückzukehren. Glaube ich selbsterklärend? So. Wir wollen uns eine Odysseus ansehen. Das ist ein Kampfschiff. Schauen wir mal kurz. S-Klasse, M-Klasse, L-Klasse, Odysseus-Zerstörer. Was haben wir denn hier? Ja. Tam, 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 tam. Da könnt ihr euch dann selber spielen. Oh. Wir wollen aber wieder zurück. Und deswegen, wie der Commander gesagt hat, schließe Schiffsdatenbank. Zack, und schon seid ihr wieder im Spiel. Dum, dum. So. Ja. Sehr schön. Schließe Karte. Schließe Karte. Wenn das mal nicht funktioniert, sollte eigentlich Interface Reset. Sir, ich versuche ein Interface Reset. Wenn ihr mal hängen bleibt, ist das immer eine Option. So. Werden wir noch was anderes probieren? Und zwar muss ich selbst kurz schauen, wie der Befehl heißt. Erfasse nächstes Ziel. Sir, ich erfasse das nächste Objekt. Erfasse nächstes Ziel. Wir haben auf ein neues Objekt aufgeschaltet, Sir. Tja, das sind die ganzen Asteroiden. Gut. In dem Fall probieren wir das mal anders. Ziel erfassen. Ziel erfassen. Erfasse Ziele, Sir. Angreifer. Geht doch. Ziel fixieren. Ziel fixieren. Zielkoordinaten erkannt. Ich aktiviere den Ziellock. Aktiviere Autopilot. Autopilot wird nun eingeschaltet. Funktioniert. Ha, ich bin happy.
eine Audi for free. Und das nach 35 Minuten. Voller Stopp. Leistung auf 0% ausgeschaltet. So, und da ist sie doch. Ziel deaktivieren. Ziel deaktivieren. Nein, wir brauchen kein Tutorial. Schickes Ding. Bitte nicht versuchen, das rauszufliegen. Funktioniert in der Regel nicht wegen den Minen, sondern einfach verscheuern. Aber erstmal müssen wir es übernehmen. Und wir werden das nicht klassisch machen mit Scannen etc. pp. Der eine oder andere hat gesehen, dass das dauern kann. Ich empfehle einfach auf 1 Kilometer ranzufliegen. So. Rechtsklick. Fliegen noch ein bisschen näher hin. Stimmt. Scan-Modus einschalten. Scannen. Dann tun sich nämlich die Marines leichter. Ich habe das schon x-mal probiert. Ein gescanntes Schiff übernehmen sie schneller. So, und beanspruchen. So, ihr seht schon hier unten, unser Marine ist unterwegs. Aktiviere Rückwärtsschub. Jawohl, Sir. Ich leite den Rückwärtsschub ein. Fliegen wir ein bisschen zurück. Und siehe da. Voller Stopp. Voller Stopp. Sir, ich deaktiviere die Triebwerke. Da ist sie. Und sie gehört uns. So. Wie gesagt, nicht rausfliegen. Und jetzt habe ich das klassische Problem. Nämlich habe ich deswegen die Highway Rally. Keinen Ausrüstungsdock, keinen Raumdock aufgedeckt und kann das Ding jetzt nicht verkaufen. Das solltet ihr vorher auf jeden Fall machen, denn jetzt ist das Ding nicht zu verkaufen. Das heißt, ich muss wohl oder übel rausfliegen, damit ich sie verkaufen kann. Das heißt, ihr müsst mich noch etwas länger ertragen und ich hoffe, das Schiffchen geht nicht kaputt. So. Tadam. Hier wollen wir hin. Abspeichern. Sicherung wird angelegt, Sir. So, eigentlich wären wir jetzt bei 38 Minuten und um ein paar Millionen reicher. Im Normalfall, wenn ich jetzt keine Mine ramme und heil hier rauskomme, wird das auch passieren, nur etwas später. Also immer schön abspeichern. Tum, 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 tum. Und Full Speed durch die Minenfelder. Da lege ich dann lieber selbst Hand dran. Falls sich jemand fragt, warum ich keine Sinser verwende. Spiel spart ohne Mods. Kein Sinser. Whips. Abspeichern. Speicherung aktiv. Mm-hmm.
immer auf Fullspeed durch die Minenfelder. Nichts rammen und ihr werdet überleben. Tödlich wird es nur, wenn ihr langsam fliegt, also normaler Flugmodus. Dann seid ihr fällig. Das wird jetzt gefährlich, weil ich abbremsen muss, wenn ich durchs Tor fliege. So, das sind nur Transporter, die interessieren uns nicht. Die tun uns nichts. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jawohl. Und durch. Und gleich Vollstoff weiter. Fehlerhafte Logik. Wir sind Xenon. Abspeichern. Leite Speichervorgang ein, Sir. Mhm. Sicher, sicher. Die Befehlsreferenz, die ihr zum Commander bekommt, die enthält schon mal die grundlegenden Befehle. In Summe sind es, glaube ich, jetzt mittlerweile über 200. Die werdet ihr herausfinden. Und nicht verzagen, wenn es mal nicht gleich klappt. Ihr müsst unbedingt trainieren, dass der Computer euch versteht, eure Stimme erkennt. Und es ist eigentlich unumdingbar, dass ihr ein Headset verwendet. Denn wenn sich der Commander selber hört, spricht er mit sich selber. Ja, ich weiß, kann lustig sein, aber auch sehr lästig. Und ihr benötigt natürlich Voice Attack. Durch da. Ui. Liebe Paraniden, da kommt was auf euch zu. Soll mir jetzt wurscht sein? Weg hier. Erreiche System. Gesegnete Vision. So, die Schiffswerft ist hier irgendwo. Da ist sie. Die lebt hoffentlich noch, so wie sie übersteuern können. Wir sind bei 43 Minuten. So, nur aufdecken. Mehr brauchen wir nicht. So, haben wir schon voller Stopp. No, Dad. Voller Stopp. So. Wir haben sie aufgedeckt. Unsere Odi lebt noch. Wir markieren sie. Rechtsklick. Verkaufen. Und tada! 8 Mios. Mission erfolgreich. So, mit diesen 8 Mios habt ihr jetzt natürlich Startkapital. Ich empfehle euch einen Schiffe zu kaufen, einen großen, bei den Argonen, in Argon Prime, und diesen Nividium schürfen zu lassen. Denn am Anfang geht das noch ganz gut
und bringt viel Kohle. Und wisst ihr was? Wir haben noch 15 Minuten. Das heißt, wir machen das eben. Hätte ich jetzt die Highway Rally am Anfang gemacht, könnte ich das Ding gleich kaufen, aber ich habe die Schiffswerft in Argon Prime noch nicht aufgedeckt. Dann tun wir das. Mios sind jetzt nicht so wirklich viel. Also ich habe auch schon mal knapp 20 bekommen. Oder 10. Aber mehr wie 10.000 Credits. Es dient wirklich dem Startkapital. Zu einem Spielstart. Erreiche System. Reiner Blick. Große Klappe und nichts dahinter. Egosoft sollte wirklich mal ein paar mehr Sprüche einbauen. Denn mittlerweile kenne ich, glaube ich, alle. Erreiche System. Weiter Kontakt. Erreiche System. Argon Prime. So, die Schiffswerft ist von dieser Richtung aus relativ am Ende links. Die große Schiffswerft. Da fliegt ein Wolfgang durch die Gegend. Hallo Wolfgang. Zack. Kurz vorm Tor. Einmal links abbiegen. Und da hinten müsste sie sein. Jawohl. Aktiviere Reiseantrieb. Aktiviere Reiseantrieb. Schubdüsen werden modifiziert, Sir. Reiseantrieb startet. Wie die Zeit vergeht. Warum zeige ich das jetzt noch? Vielleicht ist der andere Neuling dabei. Dann habt ihr das auch mal gesehen. So, da ist sie. Argon Schiffswerft. Krizi. Ladekarte. Ich öffne die Karte, Sir. Rechtsklick. Schiffe kaufen. Tadam. So, Magneta, um Nividium zu schürfen. Das ist ein Mineral, kein Gas. Brauchen wir einen Mineralienschürfer. So, wir haben 8 Mios. Ich will gleich mal die schwere Standardkonfiguration haben. 9 Mios, so viel Kohle haben wir nicht. Aber, kriegen wir hin. Dum, 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 dum. Schwere intelligente Rakete. Nehmen wir jetzt einfach mal 10. Am Anfang ist das alles noch relativ ruhig. Reparaturdrohne eine. Frachtdrohne. Nehmen wir nur 3 dafür. Nehmen wir eine Bergbaudrohne mehr. Dass wir da ein bisschen effizienter sind. Obwohl. Nehmen wir nur 2. Bergbaudrohne. So, Personal. Marinesoldaten brauchen wir nicht. Wie sehen wir aus? 8,9 Millionen. Brauchen wir 8,2? Haben wir. Müssen wir ein bisschen sparen. Die Schubdüsen. Da tun es die Zweier nämlich auch. Na, beim Antrieb selber wäre ich vorsichtig. Reise, ja, das lassen wir lieber.
Wir nehmen die Schubdüsen und dann sind wir nur noch bei 4 Mios. Das heißt, theoretischerweise könnte ich fast 2 kaufen, mache ich aber nicht. Weil ich ja noch ein bisschen Geld haben will. Da investiere ich dann doch lieber noch in ein paar andere Sachen. Nämlich in Software. Dann der Computer brauchen wir nicht. Ich fliege das Ding nämlich nicht selbst. Polizeiscanner bräuchten wir jetzt nicht unbedingt. Lasse ich aber mal drin. Das sieht alles soweit ganz gut aus. So. Was aber nicht schaden kann, wären ein paar Satelliten. Dann nehmen wir doch mal 10 mit. Machen wir 20. So, Einkaufsliste hinzufügen und kaufen. So, Schiffe im Bau. 9 Minuten. Sollen wir diese 9 Minuten jetzt noch warten? Dann wären wir genau bei einer Stunde. Nein, tun wir nicht. No. Ihr könnt, wie gesagt, mit diesem Schürfer, am Anfang empfehle ich euch automatischen Bergbau mit einem Video. Die Nachfrage dazu ist am Anfang noch recht groß. Und es gibt ein paar Credits. Früher waren es wesentlich mehr, aber es sind auf jeden Fall mehr als wie Siliziumscheiben und Erz. Und während ihr jetzt eure ersten Missionen fliegt, das Universum erkundet, habt ihr schon mal einen Puffer. Denn wie ihr seht, wir haben gestartet mit 10.000 Credits und nach knapp einer Stunde 3 Millionen und einen Schürfer im Wert von 5 Millionen. Nur gut. In diesem Sinne, sind wir fertig? Sind wir durch? Doch erfolgreich? Ja. Ich wünsche euch was. Allseits guten Flug. Und tschüss, baba.